Hi, willkommen auf meinem Kanal Mystery. Mein Name ist Gizemna. Wie geht's euch so? Heute gibt's Teil 2 meiner Serie über das Gesetz der Anziehung bzw. auch über dieses Buch, und zwar heißt das The Secret. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, das verlinke ich euch auf jeden Fall in die Infobox. Und ich werde euch auch in die Infobox eine E-Mail-Adresse verlinken, wo ihr mir privat einfach Sachen schreiben könnt, eure Geschichten erzählen könnt, Fragen stellen könnt. Ihr könnt auch privat kritisieren und sagen, wie doof ihr das findet. Ist egal, weil ich finde, meistens möchte man das vielleicht nicht in den Kommentaren so besprechen. Und ich finde das sehr wichtig, mich mit euch auszutauschen, weil ich auf jeden Fall mehr mit euch kommunizieren möchte, mehr Sachen machen möchte, die euch interessieren. Und ja, ich würde auch sehr gerne ein Video machen insgesamt, wo ich halt Fragen beantworte oder anonyme Probleme bespreche, weil es gibt ja nicht nur eine Person, die ein bestimmtes Problem hat. Es gibt ja Millionen andere Leute, die das Gleiche durchmachen. Alles, was sich im Leben beschäftigt, Familienprobleme, Beziehungsprobleme, ist es eigentlich wirklich egal was? Schreib mir bitte in die Kommentare oder, wie gesagt, wenn du das privat machen möchtest, in die E-Mail rein. Dann beantworte ich dir das sehr gerne privat, und wenn das natürlich von der Gegenseite erlaubt wird, dann mache ich auch sehr, sehr gerne ein Video, weil man weiß ja nicht, vielleicht macht ein anderer das genau gleiche durch. Das dazu. Legen wir los mit dem zweiten Kapitel bzw. mit der zweiten Zusammenfassung in diesem Buch. Schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende durch, schaut auch das erste Video bis zum Ende durch. Umso mehr man sich das anguckt und umso mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr ist auch sind auch deine Gedanken damit beschäftigt, und das bettet sich wirklich in deinem Kopf ein. Einfach nur als Tipp, guckt euch wirklich alle Videos der Serie an, auch wenn das euch vorkommt, dass vieles immer wiederholt wird oder so, aber das sind auch wichtige Kleinigkeiten dabei, die ja, die vielleicht deine Fragen jetzt schon beantworten. Und ich möchte einfach, dass sich alle meine Zuschauer sozusagen sicher fühlen und das Gefühl haben, die könnten mit mir ihre Probleme teilen, wie mit einer Freundin. Und ich möchte auf diesem Kanal niemanden, wirklich niemanden sagen, ihr solltet das machen oder du sollst das machen, du sollst das machen. Es geht wirklich nur darum, seine Probleme zu teilen und sich klar zu werden, nicht nur ich habe Probleme, alle anderen haben auch Probleme, darüber zu reden und sich danach besser zu fühlen einfach. Und ich glaube, ich damit wirklich etwas bewirken kann, und das gibt mir wirklich ein gutes Gefühl. Ich möchte jetzt natürlich auch YouTube machen, um Leuten Unterhaltung zu bieten, aber es ist mir auch wichtig, dass ich mit diesen Videos in dem Leben von Menschen vielleicht sogar auch etwas verbessern kann, auch wenn das nur eine Kleinigkeit ist, auch wenn das nur ist, ich habe gerade Klausurphase und mir geht es überhaupt nicht gut, oder ja, ich habe Probleme einzuschlafen, keine Ahnung, egal was, auch wenn ihr glaubt, es spukt in eurem Haus, schickt mir das. Also hier wird wirklich keiner runtergemacht oder sonst irgendetwas, das ist ein sicherer Platz. Wenn in den Kommentaren auch jemand seine Probleme schildert, möchte ich, dass alle diese Person versuchen, so gut wie möglich zu unterstützen und zu verstehen. Wenn die Person sich natürlich entschieden hat, das öffentlich zu posten, könnt ihr eure Kommentare da lassen. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr etwas Positives in eurem Leben erlebt habt, natürlich. Oder auch, wenn ihr etwas erreicht habt und ihr glaubt, dass ihr das mit euren positiven Gedanken erreicht habt. Oder wenn ihr das Gefühl habt, dass es im Leben wieder bergauf geht. Egal was, schreibt es mir auf jeden Fall. So viel dazu. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich hoffe, dass ihr sehr fleißig aufschreibt, was euch alles bedrückt in eurem Leben. Also, für die Leute, die das erste Video noch nicht gesehen haben, es geht um eine bestimmte Seite in diesem Buch, und zwar ist das das Geheimnis in Kürze. Da wird das jeweilige Kapitel immer zusammengefasst mit kleinen Stichpunkten, und ich nehme das einfach als Leitfaden, damit ich das Buch so gut wie möglich zusammenfassen kann für die Leute, die das nicht gelesen haben oder einfach keine Zeit oder keine Lust dafür haben, das zu lesen. Aber jetzt legen wir erstmal los mit diesem Video und ich wünsche euch sehr viel Spaß. Das Gesetz der Anziehung ist ein Naturgesetz. Es ist so unparteiisch wie das Gesetz der Schwerkraft. Wenn man nur darüber nachdenkt, die Erdanziehung, also ein schlechter Mensch steht genauso mit einem Bein auf den Füßen wie ein guter Mensch. Also es gibt natürlich keine schlechten und guten Menschen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich ungefähr meine. Es geht nicht darum, ob deine Gedanken negativ sind oder positiv. Alles kommt zu dir an. Wenn du auf einem Level bist, zum Beispiel, du denkst immer daran,
etwas nicht haben zu wollen und du hast Angst davor, du bist auf diesem Level der Angst, du bist immer darauf, oh mein Gott, bitte nicht das, bitte nicht das, bitte nicht das. Und du konzentrierst dich mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken auf genau dieses Ding. Und rate mal, genau das kommt in deinem Leben an. Also zu sagen, etwas nicht haben zu wollen, nützt dir nichts, wenn du aber dich immer darauf konzentrierst. Und was macht das Gesetz? Es bringt es zu dir, weil du die Frequenz aussendest, genau das, ob das nicht oder das haben, ob du das haben willst oder das nicht haben willst, das interessiert das Gesetz nicht. Du bist auf dieser Frequenz. Du stellst dir vor, wie es wäre, da genau das in deinem Leben anzuziehen und du hast Angst davor. Du stellst dir vor, wie es wäre, dieses Leben zu führen, sage ich mal. Du wiederholst das so oft, dass du so stark auf dieser Frequenz bist, dass es in dein Leben gezogen wird. Das Gesetz entscheidet nicht, das ist gut für diese Person, das ist schlecht für diese Person. Das Gesetz bringt es dir nur einfach. Egal bei was, es wirkt immer. Und genau deswegen ist es auch so schwer für Leute, das zu verstehen. Man muss dieses Wissen nicht haben, damit es funktioniert. Wenn man mal überlegt, dass man eigentlich so viel Macht über sein Leben hat, nur durch seine Gedanken, dann kann das auch schon Angst machen einem, weil man denkt, dann haben die Leute, denen etwas Schlechtes passiert ist, doch auch dieses Schlechte in ihr Leben gezogen. Und die Antwort ist leider ja. Die haben zwar nicht vielleicht an dieses Bestimmte gedacht, aber deren Level war so extrem auf dem Level, was denen später passiert, dass die es auch in ihr Leben angezogen haben. Und auf dem Level, auf dem du bist, das bekommst du immer, immer und immer wieder. Und wenn du wirklich was an deinem Leben ändern willst, dann musst du erstmal schaffen, deine Gedanken zu sammeln, erstmal runterzukommen durch Meditation oder sonst irgendwie. Die meisten Gurus oder was weiß ich, Inspirateure, wie man die nennt, die empfehlen immer Meditation. Ich habe auch ein Buch gelesen über das Spazierengehen als Meditieren. Es hat nichts mit Glauben und Religion zu tun. Es ist ein Naturgesetz. Es hat was mit deinen Gedanken, der Stimme in deinem Kopf, deiner eigentlichen Seele, deinen Gefühlen, mit dem allem zu tun. Machen wir weiter mit Punkt 2. Nichts kann sich in ihrem Leben ereignen, ohne dass sie es durch ihre Gedanken herbeigerufen haben. So, das ist der Punkt, den ich gerade schon ein bisschen angekratzt habe. Und zwar denken wir, dass die schlechten Dinge in unserem Leben, dass wir die niemals angezogen haben. Aber ich sag's euch, die haben wir auch angezogen. Und zwar sind Dinge, die wir als schlechte Dinge betrachten in unserem Leben, auch manchmal Dinge, die mit dem Finger auf etwas anderes zeigen und sagen, das ist nicht das Richtige, das ist das Richtige. Zum Beispiel wusste ich, nachdem ich meine Uni abgebrochen habe, dass ich irgendwas das anderes machen muss. Ne? Ich hatte diesen Stress im Kopf und diese Stimme im Kopf, die hat mir immer gesagt, du musst jetzt irgendetwas machen, du musst irgendwas machen. Du hast dein Abitur fertig gemacht, du hast dich in die Uni eingeschrieben, du hast das auch nicht weiter fertig gemacht, du musst jetzt irgendwas anfangen und es zu Ende bringen. Ne? Und diese Stimme im Kopf lässt dich nicht in Ruhe und die sagt dir immer wieder, dass du ein Versager bist. Ein Versager, ein Versager, ein Versager, ein Versager. Ne? Und wenn man dann zu einem Vorstellungsgespräch geht, was passiert? Man versagt. Und dann nach dem Vorstellungsgespräch, wenn man am Boden zerstört ist und nicht versteht, warum die dich nicht genommen haben, weil du der beste Mitarbeiter der Welt gewesen wärst, musst du mal überlegen, wie hast du dich davor gefühlt? Hast du dich einfach nur beschissen gefühlt, weil du irgendwo warst, wo du das Gefühl hattest, nicht reinzupassen oder wo du das Gefühl hattest, dich verstellen zu müssen oder wo du dir wirklich unsicher warst? Und dann frag dich nochmal, wollte ich wirklich da angenommen werden? Und dann merkt man eigentlich, ich wollte das gar nicht und das ist gar nicht mein Weg. Und das ist eigentlich das Gesetz, das dir die Richtung zeigt, weil dein Kopf, deine Gedanken, weil die immer wieder irgendwas anderes wiederholen und sagen, dass das nicht, die irgendwie diese Zweifeln sagen, dass das nicht das Richtige ist, weil dein Inneres das irgendwie nicht akzeptiert als etwas, das zu dir gehört und zu dir passt, ist es auch schwer, das zu erreichen, sage ich mal so. Wenn etwas nicht zu dir passt und nicht deinen inneren Wünschen entspricht, dann ist es auch wirklich schwer, das zu erreichen. Es ist so wie ein Fluss und du bist mit einem Boot in diesem Fluss. Der Fluss geht in zwei Richtungen, einmal stromabwärts und einmal stromaufwärts. Und wenn du versuchst, stromaufwärts, also gegen den Strom zu schwimmen und zu paddeln, dann ist das so
anstrengend und du fragst dich, wieso komme ich nicht von der Stelle? Wieso werde ich mein Ziel nie erreichen, weil dein Ziel irgendwo stromaufwärts ist? Aber du denkst niemals, nie, also es geht eigentlich darum, darüber nachzudenken, wohin möchte ich eigentlich und was ist eigentlich die richtige Richtung? Und das, was leicht ist, stromabwärts mit dem Strom zu fließen, das ist meistens das Richtige und das ist meistens das, wo du hingehörst. Weil da, dort, wo du leicht hinkommst, stromabwärts fließend, dich einfach treiben lässt, du kannst auch nachhelfen, aber auch wenn du dich treiben lässt, wirst du dahin kommen, wo du wirklich hingehörst. Zum Beispiel, wenn ihr etwas haben wollt, das nicht bekommt, dann wollten eure Gedanken das wirklich nicht haben. Darüber musst du nachdenken. Warum ist das jetzt gerade in meinem Leben passiert? Was möchte ich eigentlich? Was? Weil es ist nicht so leicht, sich über seine Gedanken klar zu werden. Das ist mir bewusst. Und deswegen muss man auf die Sachen hören, die in deinem Leben passieren. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Zeichen. Wir sind jetzt endlich beim dritten Punkt. Und zwar sagt der dritte Punkt: Um zu erfahren, was Sie gerade denken, fragen Sie sich, wie Sie sich fühlen. Emotionen sind wertvolle Werkzeuge, um uns augenblicklich unsere gegenwärtigen Gedanken mitzuteilen. Es geht einfach darum, dass Emotionen und Gedanken sehr eng miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du weißt jetzt, deine Gedanken sind irgendwie überall und du weißt jetzt nicht gerade, okay, auf was für eine Wellenlänge bin ich, sende ich gerade gute oder schlechte Gedanken, dann frag dich einfach, nur, wie fühlst du dich dabei, wenn du das denkst? Hast du ein hoffnungsvolles Gefühl, es wird wieder besser werden? Oder bist du sowas von down, weil du gerade irgendwas Schlechtes erfahren hast und du machst dir nur Sorgen und Sorgen und du hast das Gefühl, es wird immer schlimmer und deine Gefühle sind sehr, zum Beispiel, ängstlich. Wenn du in einer Situation bist, wo aber nicht alles wirklich so klappt, wie du es dir wünschst und du hast das Gefühl, du kannst irgendwie keinen positiven Gedanken fassen, dann konzentriere dich als erstes auf deine Gefühle und versuch das zu finden, was dich anstatt ängstlich vielleicht hoffnungsvoll macht. Also mach dir klar, deine Emotionen sind auch ein Teil davon und sind auch, sagen dir exakt, auf was für einem Weg deine Gedanken sind. Es ist unmöglich, sich schlecht zu fühlen und gleichzeitig positiv zu denken. Das ist auf jeden Fall ein großes Stichwort, weil ich habe auch lange Zeit versucht, als ich mich schlecht gefühlt habe, positiv zu denken trotzdem. Aber wenn du dich schlecht fühlst, dann fühlst du dich schlecht. Lass es passieren, lass es vorüberziehen, lass den Gedanken, der dich schlecht fühlen lässt, vorüberziehen. Zwing deinen Gedanken nicht, sich auf was Positives zu konzentrieren, weil wenn du dich schlecht fühlst, dann fühlst du dich einfach schlecht und es ist dann wirklich unmöglich, einen positiven Gedanken zu fassen. Es ist dann gezwungen. Aus welchem Grund? Und kann ich was dagegen machen? Wenn nicht, dann lass es geschehen. Sei traurig, nicht gefangen zu werden und von dieser schlechten Emotion erdrückt zu werden, weil deine Gedanken immer wieder das Gleiche wiederholen, wie so ein Horrorfilm in deinem Kopf. Sondern sag, ich bin traurig, es ist in Ordnung und lass es zu und dann guck weiter. Also lass es vorbeiziehen einfach, wie ein Himmel voller Wolken. Er ist gerade voller Wolken und wir können uns keinen blauen Himmel vorstellen, aber lass die Wolken vorüberziehen. Und sag nicht und konzentriere dich nicht darauf, dass diese Wolken nie weggehen werden. Lass sie vorüberziehen. Denk dir einfach, es wird eine bessere Zeit kommen, aber heute habe ich mal einen schlechten Tag. So einfach ist das. Also es ist einfacher gesagt als getan. Ich weiß, aber wie gesagt, man muss nicht sich zwingen, immer glücklich und happy zu sein, sondern man sagt sich einfach, es ist schlecht gerade im Moment, aber es wird was Besseres kommen und ich brauche gerade, keine Ahnung, Zeit für mich. So, der fünfte Punkt ist ein bisschen länger. Deswegen werde ich versuchen, ein bisschen schneller zu lesen. Ihre Gedanken bestimmen die Frequenz, die Sie aussenden. Ihre Gefühle teilen Ihnen augenblicklich mit, auf welcher Wellenlänge Sie gerade sind. Wenn Sie sich schlecht fühlen, dann sind Sie auf der Frequenz, auf der Sie mehr Schlechtes anziehen. Wenn Sie sich gut fühlen, ziehen Sie mit Macht mehr Gutes zu sich an. Die Gefühle sagen uns auf der Stelle, wie wir uns fühlen. Dann geht nochmal in euch und fragt euch und sagt euch selber, ich bin nicht das, was mir zum Beispiel passiert oder was mir gesagt wird, was mir für Beleidigungen an den Kopf geworfen werden. Das bin ich nicht. Ich bin das, was da ist, wenn nichts mehr da ist. Das bin ich. Das ist mein Ich. Ich bin das, was da ist, wenn nicht mal mein Körper mehr da ist. Das ist meine Seele. Das ist mein eigentliches Ich. Macht euch das einfach klar. Das ist jetzt so eine bildliche Erklärung mit der Frequenz und mit der Wellenlänge natürlich, ne? Das kann auch bedeuten, dass du ungefähr auf der gleichen Wellenlänge warst, wie das, was dir passiert ist. Also die Frequenz war vielleicht auf einer anderen,
Aber es muss wirklich nur die Wellenlänge übereinstimmen, damit dir so etwas Ähnliches vielleicht auch passiert. Solange du auf einer guten Wellenlänge bleibst, ja, kommen die positiven Vibes schon irgendwie zu dir. Der Geheimnisumschalter, wie schöne Erinnerungen, die Natur oder ihre Lieblingsmusik können im Handumdrehen ihre Gefühle und ihre Frequenz verändern. Zum Beispiel, wenn ihr wirklich gerade auf einer schlechten Frequenz seid und ihr fühlt euch down und ihr seid, ihr sucht so etwas, das schnell wirkt und euch wieder auf ein positives Level bringt. Bereitet euch irgendwas vor, wo ihr mit Sicherheit wisst, das bringt mich immer auf positive Gedanken. Zum Beispiel guckt euch Tierbabyfotos an oder Videos von Babykatzen. Ist egal. Also macht euch das schon mal klar, wenn ihr wirklich im Bewusstsein seid und wenn ihr dann traurig seid, fällt euch das wieder ein und ihr könnt wie ein Umschalter das anmachen und es fällt euch viel leichter, wieder auf eine normale Wellenlänge zu kommen. Also so war das zumindest in diesem Buch beschrieben. Für mich ist der Umschalter wirklich Dankbarkeit. Ich versuche tief durchzuatmen und zu überlegen, okay, wofür bin ich jetzt gerade in diesem Moment dankbar? Jetzt gerade in diesem Moment, was habe ich heute erlebt, wofür ich richtig dankbar war? Oder was habe ich in der ganzen Woche erlebt, wofür ich richtig extrem dankbar war? Und überleg und überleg und überleg. Und es werden immer mehr Sachen kommen, für die ihr dankbar seid. Und die Wellenlänge switcht automatisch wie so ein Umschalter und ihr seid wieder auf der guten Seite. Das Gefühl der Liebe ist die höchste Frequenz, die sie aussenden können. Je größer die Liebe, die sie fühlen und aussenden, desto größer ist die Macht, die sie zur Verfügung haben. Das fand ich in diesem Buch am schönsten erklärt und am wirklich besten beschrieben, weil in diesem Buch hat mir vieles nicht gefallen, weil es auch vieles wiederholt wird und viel auch über Geld geredet wird. Das werde ich auch später vielleicht merken. Aber das eine hat mir wirklich am meisten gefallen, und zwar, dass Liebe die größte Frequenz ist, die höchste Frequenz ist, die wir haben und dass die größte Reichweite hat, Liebe zu empfinden. Zum Beispiel, wenn man wirklich etwas mit ganzem Herzen, mit voller Liebe macht, zum Beispiel sein Lieblingsfach in der Schule. Es ist doch wirklich immer so, dass das, was man mit Liebe macht, du sagst, das ist mein Lieblingsfach in der Schule, da bekommt man irgendwie immer eine Eins, oder? Wenn wir ehrlich sein sollen. Und du sagst, ich liebe dieses Thema gerade, was wir in der Schule besprechen. Und das ist genau mein Ding. Und du wirst in diesem Projekt, was du mit Liebe machst, eine Eins bekommen. Es ist einfach so. Es ist wirklich einfach so. Und viele Leute werden sich das auch fragen, wenn Liebe die größte Macht ist, warum gibt es dann unerfüllte Liebe oder Liebe, die nicht zurückerwidert wird? Weil du auf der falschen Wellenlänge bist. Du bist nicht auf der höchsten Wellenlänge. Du sagst nicht, ja, ich liebe diese Person. Du versuchst nicht, deine Augen zu schließen und diese Liebe voll und ganz zu spüren. Bei Liebeskummer, wenn du wirklich eine Person liebst, dann versuch die pure Liebe zu fühlen. Versuch nicht, die Angst zu fühlen, dass du diese Person nie haben wirst oder die Angst, wie es ist, ohne diese Person zu leben. Versuch wirklich auf einem Level der Liebe, schließ deine Augen, stell dir vor, dass diese Person vor dir ist, gerade lächelt, mit dir Spaß hat, dass du irgendwo in einem Café sitzt, dich nett unterhältst, irgendwas, stell dir irgendwas Positives vor, worüber du sehr glücklich wirst. Versuch mit deiner Fantasie einen Kinofilm sozusagen zu erstellen, einen romantischen Kinofilm und nicht nur immer diese Horrorfilme. Die Person liebt mich nicht, das wird passieren, das wird passieren, das wird passieren. Nein. So, mit dem Thema Liebe beenden wir das heutige Video. Ich hoffe, ich hatte die Möglichkeit, wieder ein bisschen die Augen zu öffnen. Keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Videos über dieses Thema. Ich freue mich auf eure Kommentare, die kann ich auch in jedem anderen Video jetzt noch besprechen. Jetzt im Moment hatte ich noch niemanden, der so, glaube ich, auf meinem Kanal so extrem interessiert war dafür, aber ich habe ja jetzt auch nicht so viele Abonnenten. Ich hoffe, dass ich jetzt mehr Leute dazu gewinne, die sich auf der gleichen Wellenlänge befinden wie ich, weil ich versuche, diese Energie auszustrahlen durch diese Kamera. Nein, Spaß. Obwohl eigentlich kein Spaß. Ich versuche das wirklich. Also ich bin auf der Wellenlänge Spiritualität und wenn du auf der gleichen Wellenlänge bist, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video hier bei mir. Tschüss!